Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, jetzt auf dem Stand in Hajdúszoboszló. Heute findet hier statt ein Schönheitswettbewerb des Komitats. Bitte halten Sie mit und lassen Sie sich von den Schönheiten bildlich verführen. Viel Vergnügen dabei! Ich begrüße die lieben Zuschauer. Ich bin Székely Cynthia und wohne in der Stadt Debrecen, wo ich in einem Einkaufszentrum arbeite zurzeit. Aber ab September studiere ich zur Hebamme. Ich mag die Kinder nämlich sehr. Ich nahm früher noch nie an einem Schönheitswettbewerb teil, trotzdem hoffe ich auf ein erfolgreiches Ergebnis heute. Ich habe mich am Wettbewerb sehr wohl gefühlt. Das Ganze war so schnell vorbei, als wenn es gar keine Pausen zwischen den einzelnen Runden gegeben hätte. Ich genoss jede einzelne Runde, die Musik war gut, die Mädels waren sehr nett, alles war super. Ich werde mich nur mit positiven Eindrücken vom Wettbewerb verabschieden, auch wenn ich vielleicht keinen Platz erwerbe. Ich habe mich über den zweiten Platz sehr gefreut in meinem Alter und ich freue mich auch über den Erfolg von Cindy. Sie hat die Krone wirklich verdient. Ich möchte zwei Dinge auf einmal, eine internationale Modellkarriere bauen und den Ruf der Schönheit der ungarischen Frauen in der Welt bekannt machen. Wir konnten heute aus dem Komitat viele schöne Mädels in eine Reihe stellen, hier in Hajdúszoboszló auf dem Strand. Jedes Mädel war ohne Ausnahme sehr hübsch. So war dieser Wettbewerb heute ein Wettbewerb der Gesichter. Über die Platzierungen entschied diesmal die Schönheit der Wangen.